So, jetzt kommen wir zum Merchandise-Stand, der natürlich auch nicht fehlen darf. Und der Gag an der ganzen Sache ist, ihr wisst, habt ihr alle wahrscheinlich mitgekriegt, dass Peter Fox gesagt hat, ihm wurde das alles zu viel mit dem ganzen Rummel und seiner Solo-Karriere und er hat keinen Bock mehr und er will jetzt Seed machen und so. Aber bis das soweit ist und die Platte fertig haben, verkauft Peter Fox bei uns die T-Shirts. Wenn ich euch mal kurz Peter Fox vorstellen darf. Na? Läuft gut jetzt? Wie ist das für dich jetzt, wo du nicht mehr auf den Festivalbühnen stehst, sondern T-Shirts verkaufst? Ist ja echt ein Downgrade eigentlich, ne? Aber ist es cool für dich? Ja, absolut. Für dich zu arbeiten ist absolut eine Ehre. Jetzt in meiner freien Zeit kann ich das auf jeden Fall. Aber unser Deal steht natürlich noch, dass nächstes Jahr, wenn ihr mit Seed wieder auf Tour seid, dann verkaufe ich T-Shirts bei euch. Das ist ein Wort. Super. Geil. Hauste, wie man in Berlin so schön sagt. Die Erfahrungen haben halt gezeigt, nicht nur die Anlagen in den diversesten Locations in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sind manchmal unter aller Sau. Auch das Essen ist meistens unter aller Sau. Und wenn man es dann endlich geschafft hat, in solchen Hallen spielt, auch wenn es dann was kostet, aber es ist es wirklich wert, dass man sein eigenes Essen mitbringt und dass dich darauf verlassen kann, dass man wenigstens immer jeden Tag gut essen kann. Weil so eine Tour, das ist so ein krasser Energieaufwand und das kostet so dermaßen viel Kraft. Deshalb ist es wichtig, sich gut zu ernähren. Das kann ich euch auch nur raten. Und deshalb haben wir Gott sei Dank die Rote Gourmet-Fraktion dabei. Das sind meines Erachtens nach die derbsten Tourköche, die es gibt. Danach machen wir jetzt zwei Veggie. Davon ist einer die Tochter von Jan. Aber nicht von dem Jan, oder? Nein, ich habe vier Töchter. Alles klar. Hier haben wir auch die Herren, die diese ganze Bühne für uns immer an den Start bringen. Unsere ganzen Instrumente, die sind quasi das Rückgrat unserer Band. Das sind diese zwei Herren hier. Liebevoll die Mörder-Crew, selbst betitelt von sich. Zackman, der richtig Bock hat, jetzt mal in die Kamera zu gucken und Hallo zu sagen. Und Heine, der ebenso viel Bock hat auf Hollywood. Mörder für Mörder.